Ja, moin. Und herzlich willkommen mal wieder zu meinem Hausfrauenstream. Ich glaube, das irgendwie wird die Technik heute nicht. Ich hatte eben gerade schon mal versucht, einen Stream zu machen, aber irgendwie lädt er das Video wieder nicht hoch. Glaube ich zumindest. So, und ich hoffe, dass jetzt Ton und alles funktioniert. Wenn nicht, dann kacke ich gleich ab hier. Ach nee, ey. Mic ist on. Also muss. Ja, ich hoffe doch. Also wir sind. Ja, wenn mein Gimbal dann auch mal möchte, hier im Stadion. Zumindest davor. Also wir sind gerade den wunderherrlichsten Tunnel hier lang gegangen. Und da ist die Autobahn, alles wird hier neu gebaut und so weiter. Und zwar gehen wir jetzt gleich Richtung Stadion. Ich habe gedacht, mein bisschen mäßig hier unterwegs. Automatik. Jo, genau. Ich kotze ab hier. Na? So. Mein Gimbal muss irgendwie mal automatisch sich einstellen. Ach ja, es irgendwie funktioniert heute alles nicht so wirklich. Ich wollte heute kein Kabel und ach, hör auf. Darauf brauchen wir jetzt erstmal eine. Ich musste sowieso los, weil ich heute noch was einkaufen muss. Und da habe ich gedacht, passt ganz gut, wir machen heute mal einen Livestream. Wir haben knackige 18 Grad. Es kommt so ein bisschen die Sonne raus, aber ihr seht, ich bin noch in Jacke, also so warm ist es dann doch nicht, ne? Ja, und ich hoffe, dass ich gleich mal ein bisschen Feedback bekomme, ob hier alles gut funktioniert oder nicht. Ich drehe hier am Rad, seitdem das einmal nicht funktioniert hat, traue ich dem Mist überhaupt nicht mehr. Ich sag's euch, besser am PC hocken und ein bisschen zocken. Das hatte ich eigentlich auch nachher noch vor. Ja. Bisschen früh hier heute vielleicht. Aber nun denn. Es passte von der Zeit. Und ich mag es nicht so gerne so spät unterwegs sein in Hamburg. Es wird immer nur noch gefährlicher und noch dramatischer. Nicht, ob ich während des Streams gucken kann, dass wir jetzt wissen. Ey. Nahaufnahme von meiner Fräse. Nee, ich kann nicht gucken. Wo ist denn mein Titel hin? Da ist er doch. Ja, und irgendwie ist überall was los, ne? Ich weiß auch nicht. Nicht normal. Dann zeige ich euch gleich auf dem Rückweg nochmal den wundervollen Tunnel. Der ist legendär, mit Graffiti besprüht. Ach man, irgendwann kriegen wir das auch mal vernünftig hier hin. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir immer so ein Drama ist. Bei anderen Streamern funktioniert das doch auch. Ajo. Und hier ist keine Wohnsiedlung gesehen. Ich kann nur nicht so schnell meine Kamera drehen. Thank you.
Jo, die Kinder fahren einfach mit einem Roller und fahren auf dem Fahrrad zu und der Typ muss bremsen. Manche haben kein Benehmen. Entschuldigen sich auch nicht mal, einfach so drauf los. Die WCs sind aber auch neu hier. Ich weiß gar nicht, wie lange schon nicht mehr hier. Boah, ich habe ja, wie gesagt, hier schon mal gewohnt. Boah, das müsste jetzt auch schon über 10 Jahre nicht. Bisher, ja, bestimmt, locker. Wenn. Also ich bin ja kein Stadiongänger und hier ist ja auch die Arena. Die O2 Arena, ich weiß es gar nicht mehr, wie die heißt. Wo auf jeden Fall Konzerte und keine Ahnung was stattfindet, aber da gehe ich ja auch nicht hin, ne? Ja. Wir werden mal anfangen zu marschieren. Mal gucken, was der Tag so noch so bringt für ein Chaos. Ich hoffe nicht ganz so ein großes wie letztes Mal. Es ist ein bisschen ungewohnt, so das Gimbal zu halten. Aber da haben wir wesentlich weniger wackeli als letztes Mal. So kann man wenigstens gehen und hat keinen Tader vom Übelsten. Hier ist wenigstens schön gemäht, ey. Wenn ich da an uns denke, hier bei mir um die Ecke, ist nichts gemäht. Da wächst der Rasen wieder so schnell. Entschuldigung, so schnell. Da kommst du nicht hinterher. Vor allen Dingen für die Hundekacke. Wegen den ganzen Zecken. Ist ja immer so. So sieht's hier aus. Schön grün, ne? Schön grün. Ich glaube, ich freue mich gleich mal ein bisschen im Wald zu sein. Da hast du wenigstens deine Ruhe. Hoffe ich doch. So ein bisschen. Zumindest. Aber der Weg ist noch ein bisschen hin. Ja, es ist mal wirklich tatsächlich Ausnahmezustand, wenn in Hamburg HSV spielt, dann ist hier voll geschissen, aber wirklich richtig, richtig voll. Aus jeden Ecken, in jeder Straße, überall sind sie da in Gange und da brauchst du mit Auto hier schon mal gar nicht lang zu fahren, weil vergebens, einfach zu voll. Einfach zu voll. Aber mir ist nicht warm. Wie gesagt, also ich habe ein Deckchen an, dünnes zwar, aber irgendwie ist es enttäuschend bei 18 Grad, dass mit der Wind immer noch zu frisch ist. Und woanders hört man 28 Grad, weil da denkst du dir, wo wohnst du? Hier an der Antarktis oder was? Ist denn die normal? Schönes, frisches Lüftchen. Das Gimbal ist aber auch nicht leicht, die ganze Zeit zu tragen, ne? Ja, wir haben ja Zeit. Und zwischendurch ein paar Pausen machen. Muss ich auch. Dampfen, mampfen. Nee, gemampft habe ich extra vorher. Ich war diesmal auch Pipi machen. Wenn man an letzten Stream denkt, das war ein bisschen lustig auf Toilette mit dem Stream. Aber nun gut, kann passieren, ne? Man kann das nicht immer planen, die Toilette davor. Was mir mal so auffällt, wenn man hier lang geht, ist es nicht eine, also hier sind diverse Müll. Toll, jetzt rufe ich mal an. Nee, das geht nicht. Hier sind diverse Mülltonnen, aber keine Sitzbänke mal so. Ich meine, okay, es könnte sein, dass die dann auch auseinandernehmen, aber ja. Ich meine, es ist ja nicht nur Stadion, ne? Ja auch hier zum Spazieren gehen. Ich habe gedacht, wir müssen uns auch mal ein bisschen körperlich betätigen. Nicht immer nur Zocking.
Obwohl ich heute Morgen schon gezockt habe, muss ich ja ehrlich gestehen. Ging früh los um 6. Oh, ich war wach. Oh, habe ich gedacht, oh ja, Konsole anmachen, why not? Why not? Wenn die ganzen anderen Geräusche nicht wären, wäre es echt schön. Mit den Vogelgezwitscher und so weiter. Ich finde das immer toll. Aber hier ist auch noch eine Müllhalde daneben, also. Eieiei. Kein Wunder, dass es so laut ist. Hamburger Sperrmüll nicht. Na, Resthof auf jeden Fall. Wo man seinen Müll abgibt. Stiehlt's den Rumpel? Ja, sag mal jetzt. Ich habe dir vorhin schon geschrieben. Ich krieg keine Antwort. Wenn man euch mal braucht, ne? Hört man jetzt alles ganz normal und so? Weil ich habe mein zweites Handy nicht. Und deswegen solltest du mir auch auf WhatsApp schreiben, weil ich keine Telefonnummern mehr habe, solange ich mein iPhone noch nicht habe. Ja, alles gut? Okay, sehr schön. Weil ich stream jetzt schon wieder über die andere App. Irgendwie hat das wieder... Ach, keine Ahnung. Ich hasse die Technik heute. Boah, ist das laut. Wo warst denn du? Was machst denn du? Du und dein Brot. Du hast bestimmt schon wieder Brot. Hast du es jetzt ausprobiert in der Heißluftfritteuse, das Brot? Ah ja, wo wir gerade davon geredet haben, da vorne ist... Ich weiß gar nicht, was da hinten für eine Baustelle ist, dass es so laut ist. Aber das ist auf jeden Fall... Ja, Resthof, Müllhalde. Das Geile ist ja, in Hamburg kannst du deinen Müll kostenlos so entsorgen. In Schleswig-Holstein ist es so, da musst du jemanden anrufen. Wenn du es dann... zum Resthof bringst deinen Müll, dann musst du dafür bezahlen. Komplett umgedreht, macht gar keinen Sinn, aber gut. Bei WhatsApp, Mensch. Weil ich habe keine Nummern, wie gesagt, erst wenn ich mein iPhone wieder Brot machen, einkaufen. Ah. Okay, super, super. Ja, ist die Frage, ob das dann nachher wieder hochlädt, aber mit der Prism-App... Ich kriege echt einen Föhn, weißt du? Also ich habe das Rode ja versucht anzuschließen. Nein, es geht nicht über Bluetooth, du musst wieder ein Kabel reinstecken. Wo ich mich immer frage, wisst ihr, das ist doch bescheuert, um Mikrofone einzustecken. Angenommen, ich will jetzt während des Streams das Handy laden, das geht dann ja nicht, wenn du das Mikrofon da anstöpseln möchtest. Ich will ja nichts sagen, aber es geht bergauf. Danke für den Follow. Lise. Hallo May. Hallo. Die Alerts sind auch irgendwie aus. Oh, hör auf. Klappt. Oh, das ist doch super. Ja, und wer ruft mich jetzt die ganze Zeit an? Leck. Oh, aus Bonn. Keine Ahnung, aber ich habe keine Zeit. Wer auch immer. Bestimmt die Bank. Keine Zeit. Ja, also ich hatte es eben gerade schon gesagt eigentlich. I'm fine and you may. Long time since you was in my stream. What's happened there? Ich bin jetzt in Stellingen. Das ist beim Stadion. Fußballstadion Hamburg. Und ich habe hier mal gewohnt, lange ist es her. Und ich war hier schon Ewigkeiten nicht mehr. Das reimt sich sogar. Und ich habe gedacht, ja, da können wir doch mal ein bisschen spazieren gehen beim Stadion. Und hier gibt es ja noch einen Wald. Und ich war nie in diesem komischen, es gibt so einen kleinen botanischer Garten, weiß ich nicht, wie das da heißt. Aber es ist Daliengarten oder so, da war ich auch noch nie. Ich habe gedacht, oh ja, gehen wir morgen da mal hin, ne? Yes, I'm going to the stadium, the Hamburg Stadium, football. Or, ich weiß nicht, ob es immer noch O2 Arena heißt, ja. Arena. Ja. Weißt du warum?
17, 18 Grad und der Wind ist frisch. Es ist immer noch nicht warm. It's too cold. Die Hauptstraße und die Müllhalde. Die Müllhalde. Ah. Soon, May. I'm not there, but I'm walking. Ja, überall ist es warm, nur hier im Norden nicht. Es ist immer noch kalt. Siehst du, 28, das hat Siegfried auch gestern gesagt. Ich sag, na toll, nur hier nicht. Hier stehst du auf. Der Gärtner war heute Morgen da, hat das Haus geputzt da. Das ist halt auch nicht normal. Du stehst auf, hast du 10 Grad und der Wind ist kalt. Du denkst, der Herbst kommt wieder. Hier ist echt immer alles kalt. Moin, Andi. Was machen Sachen? Ja, ich sag doch, hier ist nicht normal. Ich bin auch nicht normal. Ja, und jetzt verabschiedet sich mein Gimbal, warum auch immer. Jo. Hä? Ja. Bis später rum besteht's hin. Meld dich. Ja, ist immer noch kalt, Andi. Hallo, Gimbal. Danke. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier ausgeht auf einmal. Gar nichts. Ich habe nichts gemacht. Hauptsache, der Stream funktioniert. Oh, irgendwie ist die Telefonnummer aber auch echt hartnäckig, die mich gerade die ganze Zeit anruft. Ist zum Kotzen, wenn man das Handy nicht hat, was man sonst immer hat. Ja, dann ist Ruf zurück. Leck mich am Arsch. Keine Zeit. Hier geht's zur Autobahn. Aber das Stadion ist noch nicht so ein paar hundert Meter noch, aber dann, wir sind gleich da. Da muss ich jetzt unbedingt eine rauchen. Hier ist kalt immer noch, Andi. Das heißt kalt, 18 Grad, aber der Wind ist frisch. Vor allem hier im Schatten ist es kalt. Ich hab, schön, dass du einen Sonnenbrand hast. Ja, da kommt, was ich meine mit, ist es kalt. Ich schwör. Ich bin da ja nicht die Einzige, die hier mit Jacke rumläuft. So, wir haben jetzt links oder rechts, also wir können, ach, Barclay Arena heißt die, Barclay Card. Ich weiß nicht, war mir früher mal, glaube ich, O2 Arena oder so. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Piep, 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 piep. Mein Ingo, na? Heute kamen ja mal alle hier von früher mal raus hier, die schon lange nicht mehr da waren. Ja, alles gut. Und bei dir? So. Hier gibt es einen Minigolf. Interessant. Moment. Ich muss mal die Kamera drehen. Bornmoorwiese, Schulgarten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber hier ist auf jeden Fall Volksparkstadion. Hier, keine Ahnung. Bin hier oft dann mit dem Hund spazieren gegangen damals. Natürlich nicht, wenn Fußball ist. Du hast mich noch nie draußen gesehen. Ja, doch, aber dann, wenn das Wetter gut wird. Also nie. Weil hier ist ja immer kalt. Sehr schön. Ja, ich glaube dir das gerne, Andi Wolf, weil alle mir herumbesteht sind, hat auch gerade gesagt, ja, bei ihm 28 Grad. Siegfried hat gesagt, bei ihm 28 Grad. Es sind nur, hier ist kalt. Wir haben 10 Grad weniger. Ja, moin. Wolfsburg-Stadion. No, May. I'm living in Hamburg. So the Hamburg Stadium and not Wolfsburg. Gleich haben wir eine richtig geile View über das Ganze. Manchmal sieht man auch die Spieler trainieren. Aber das ist meistens, ja, nachmittags oder so, glaube ich. Yes. Es ist Wochenende, Andi. Es ist hundefrei. Keiner geht mir heute auf den Senkel.
War aber auch lustig gestern. Ja, ich hatte ja kurz einen Teststream gemacht. Da war ich ja mit Holger unterwegs, der es noch nicht gesehen hat. Es ist noch auf meinem Kanal. Und da waren wir mit Lotte und Mali unterwegs. Und Mali interessiert sich normalerweise nicht für Hündinnen. Und auch nicht Läufige, weil der ist auch kastriert. Aber Lotte hat er sich verliebt gehabt. Oh je, da ging das Geknatter aber los, du. Wenn du einmal nicht hingeguckt hast, wie so ein Kaninchen. Radadadadada. Geht natürlich gar nicht, weil der ist viel größer als sie. Und ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn... Naja, wir reden nicht drüber. Ist nicht jugendfrei. So, sind gleich da. Wir sind nicht möglich. Ich überlege gerade, von welcher Seite wir kommen. Das ist neu, dieses Gebäude. Das kenne ich gar nicht. So, warte. Moment. Nach Frankreich? Wow. Wie lange fährst du da, Andi? So. Hier, normalerweise, also, das Gebäude da, das war vorher noch nicht, also vor 10, 15 Jahren. Du standst hier und konntest über den ganzen Rasen gucken. Also hier geht es auch noch in den Wald, aber da gehen wir nicht lang. Zeige ich später. Ich gehe jetzt wie so ein Tourist hier mit Gimbal und Handy. Als wäre ich hier noch nie gewesen. Ja, und da konntest du hier immer den Spielern zugucken, sogar beim Trainieren. Also wie lange fährst du, Andi? Ja. Der Store hat ja immer auf, bin ich der Meinung. Also was heißt immer? So zu normalen Öffnungszeiten. Ich weiß nicht, was für ein Gebäude das ist, dass sie das gebaut haben. Aber hier kannst du halt, wie gesagt, hin und wieder zugucken, wenn die dann trainieren und so weiter. Ich glaube, hier trainieren die eigentlich eher weniger. Aber es ist, wie gesagt, schon alles ewig her. Ich glaube, 10, 15 Jahre war ich nicht mehr hier. Also, ja, ich weiß es nicht ganz genau. May you love football? Yeah, we have a big stadium here. I don't know how many people you can sit there, but I know it's very big. HSV Campus. Nee, sorry, kenne ich nicht. Ist jetzt hier die High Society oder was? Alexander Otto Akademie, tatsächlich. Hier werden wahrscheinlich die... Wir wollen ja keine Leute filmen, ne? Hier werden wahrscheinlich die jungen Bubis oder sowas trainiert. Ich habe keine Ahnung. Ja, natürlich, wir sind doch in Hamburg. Ich glaube, ihr seid die Fußballpros, ne? Wer denn sonst? Natürlich ist es der HSV. Alexander Otto Akademie. Nee, wie gesagt, sagt mir gar nichts. Kenne ich nicht. Und hier ist anscheinend auch schon wieder eine neue Baustelle. Ja, da sind ja die Eingänge, ne? Es gibt Nord, Süd und wir sind Südost anscheinend. Man kann ja hier durchgehen. Auf der anderen Seite ist ja die Barclaycard Arena dann. Aber da wollte ich jetzt nicht auch noch hinlatschen. Was für Timeout. Ich habe keinen Einfluss gerade auf den Bot. Zumal meine Alerts auch irgendwie aus sind. Ach, die Technik. Ich krieg's kotzen. Nix funktioniert hier. So, das Schild nochmal in Nahaufnahme. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute in das Stadion reinpassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ah ja doch, hier kann man immer noch zuschauen beim Trainieren. Das ist doch größer, als ich das in Erinnerung hatte. Und hier gibt es auch noch eine gute, wie heißt das, so eine Imbissbude. Aber da kann ich ja nicht mehr essen gehen, jetzt so als Veganer. Gibt es meistens immer Schnitzel und so einen Scheiß. So, hier ist der Trainingsplatz. Ich dachte, ich mache heute mal ein bisschen Fußball-Content. Wie konnte ich heute da bin? Also sonst wäre ich ja am Zocken gewesen.
Andi, du musst mal die richtigen Wörter formulieren, nicht, dass der Bot dich automatisch time-outet. Das weiß ich nicht, wie das ist. Egal, Fußball und. Ja, ach, okay, gut, dann gehen wir jetzt im Wald. Spaß. Ich dachte, ihr werdet so ein bisschen Fußball begeistert schon. Ein bisschen zumindest. Mir geht Fußball auch am Arsch. Aber ich muss sagen, die Wiesen sind immer endgeil. Schön gepflegter Rasen. Aalglatt. Und ich glaube, von Winter auf Sommer, im Frühling, wenn der Rasen so hoch gewachsen ist, dann mähen die einmal richtig komplett runter. Und dann legen sie den Rasen vorne an die Straße und kannst du original HSV-Rasen mitnehmen. Ich hatte mal ernsthaft überlegt, ob ich das tue. Gibt bestimmt Bekloppte, die würden das kaufen bei eBay. Und mein, sag mal, ich weiß nicht, was mit meinem Gimmel los ist, warum das immer auf einmal ausgeht. Sorry, es tut mir leid. Das ist ein Rotz hier, ey. Ich habe es voll aufgeladen und es geht einfach so mittendrin aus. Schön. Warum auch immer. Vielleicht wedel ich zu viel hier mit der Kamera rum oder was weiß ich was. Ich hätte mal Sonnenbrille mitnehmen sollen. I see nothing. Doch, aber besser als letztes Mal zumindest. Wir sind gleich Richtung Wald. Wer mag schon Fußball? Naja, ich glaube doch ein paar schon. Kiddies trainieren ja auch manchmal. Früher zumindest. Jetzt sind sie auch alle erwachsen. Also Stadion ist schon schön, wenn man das mal so... Wäre ich Fußballfan, würde ich das Stadion hart feiern. Aber ja gut. Akku leer? Nee, das kann nicht sein. Ich habe aufgeladen und das Ding hält noch. Richtig lang. Das gilt auch als Powerbank, also es muss halten. Jetzt komme ich doch langsam ins Schwitzen, aber ich muss eh nachher duschen. Ja, wie gesagt, wenn hier Fußball ist, dann ist hier die Hölle los. Also wirklich, dann kann es hier echt nicht lang gehen. Dann ist hier Randale. Aber mit dem Gimbal ist es wenigstens angenehmer, dann wackelt es nicht ganz so extremst, wenn ich laufe. Ich bin ja nun mal gerne in Bewegung, wenn ich streame, ne? Wenn schon, denn schon. Da muss hier gewalkt werden. Aber ich bin froh, wenn ich mein iPhone wieder habe, ne? Ach, hör auf, du. Ich sag den Leuten schon immer, nee, ich habe keinen Bock auf WhatsApp. Ich schreibe nichts mehr. Voll, die App schließt sich auf einmal beim Schreiben. Ah, nur so ein Dreck. Habe ich keinen Bock drauf. Nee. So, Wald. Ich komme. Bisschen Natur jetzt hier, ne? Okay, gut, ich sollte nicht stolpern. Warte. Ingo, dass du da bist. Du hättest mal letztes Mal da sein müssen. Das war so lustig. Da war ich in der Stadt Hamburg. Und ja, ihr wart alle nicht da. Leider ist das Video auf Twitch irgendwie nie verfügbar gewesen, warum auch immer. Da war ich mit dem Stream auf Toilette. Hallo? Da war ich mit dem Stream auf Toilette, weil ich so dringend musste. Ich wurde angesprochen, ob ich denn live streame und ach ja, nur so eine Geschichte. War echt lustig. War wirklich sehr actionhaltig. Ja, Montag war das. Montag war ich ja da. Was steht hier rum an den Mülltonnen? Braucht noch jemand einen Thermomix? Da steht Thermomix auf diesem kleinen Ding da. Also Ingo, ich bin ja ständig am Stream, das, so ist es nicht. Aber draußen bin ich halt nur gerne unterwegs, wenn das Wetter auch gut ist. Ne? Ganz ehrlich, vorhin sah es aus,
Als würde es jetzt gleich anfangen, richtig zu scheppern und zu regnen. Und wenn die Technik mal schön funktionieren würde, dann würde es mich auch freuen. Ich wollte ein anderes Mikrofon heute mitnehmen. Nein, das geht nicht, weil Kabel und ach, hör auf. Wir kriegen schon irgendwann hin, dass hier auch mal ein vernünftiger Stream wird. Und nicht nur. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber das Internet ist Baba. Ich weiß nicht warum. Hier ist der HSV-Kindergarten. Nee, ich weiß es nicht. Aber ein Kindergarten zumindest. Ich weiß nicht warum. Wir hatten am Montag das beste Internet überhaupt. Stream hat nicht gelaggt, gar nichts. Und ich bin sogar S-Bahn gefahren. Also habe ich nicht verstanden, warum das so gut funktioniert hat. Dafür geht der Rest nicht. Durch die Herbertstraße. Ich glaube, da kriegen wir Ärger. Ich war sogar tatsächlich an die Schönhofer Reeperbahn. Ja. Das war da. Das ist gar nicht so lange her. Letztes Jahr war das. Das war da, wo ich von der Hafen City bis zur Reeperbahn gelatscht bin. Aber du bist ja immer nie da, Anni. Oder du kommst immer dann, wenn ich fertig bin. Aber es war ja auch tagsüber, ne? Ich gehe ja nicht irgendwie abends da filmen oder so. Nee, nee. Ist immer hart unangenehm mit den Leuten. Vor allen Dingen, weil sich die Leute immer angucken. Ja, ist doch gut, Mann. Du musst auch deine Sirene die ganze Zeit anlassen, ne? Ja, das ist der Imbiss. Den gibt's auch schon seit... Boah, Asbach uralt ist der Imbiss. Die gibt es wirklich schon locker, mindestens 20, 30 Jahre, mindestens. Ich sehe eine Bank. Naja, auf jeden Fall, wo wir stehen geblieben. Ich habe Alzheimer. Ich weiß es nicht. Die Polizei hat mich aus dem Dings... Oh, hier würde ich gerne Wurst essen. Aber ich darf nicht. Wir fahren hier heute wie die wilde Sau, ne? Ist ja Wahnsinn. So, und hier ist der wundervolle Wald. Ich bin nämlich noch nie von hier zurück bis zur S-Bahn gelatscht. Aber wir wollen ja auch erstmal in den Blumengarten, was auch immer. Dahliengarten oder wie auch immer das heißt. Die Leute, da waren wir stehen geblieben. Ja, die Leute denken immer, dass du sie filmst, obwohl du dich selber filmst. Und ich passe mal sehr darauf auf, dass ich da niemanden großartig filme, weil die meisten Leute reagieren auf sowas nicht so nett. Ich habe keinen Bock auf Stress, muss ich ganz ehrlich sagen. Tut nicht Not. Hier ist schön kühl, hier heißt keine Sonne. Ach so. Ich habe mir Montag schon die teuersten Pommes mit einer Coke gegönnt bei McDonald's. Da war ich schon hart erschüttert. 9,77 Euro. Aber ich hatte so Bock auf Pommes mal wieder. Ich esse zu selten Pommes. Und ich mag nun mal gern die McDonald's Pommes. Ja. Gebe ich ehrlich zu. Aber ich finde es frech, was der Preis. Sag mal, ich bin die ganze Zeit am Latschen. Hier gibt es nirgendwo meine Bank oder so. Ja, okay, gut, da vorhin gerade, aber da war ja jemand. Hallo? Bank? Aber die Kulisse ist doch mega, oder? Schön Wald. Oh, ich liebe die Natur. Vogelgezwitscher. Und übrigens ist die Rennbahn gar nicht so weit entfernt. Die ist hier neben mir. Oh, das ist eine Bank. Die Pferderennbahn, wo auch regelmäßig Flohmärkte stattfinden. Ich weiß gar nicht, ich glaube jede Woche oder so. Ja, es gibt eine Studie, Pommes machen wirklich glücklich. Aber es ist eine Qual, wenn man da reingeht und das ja, riecht und so. Ich muss ja standhalten. Ich kann ja nicht... Ja, genau.
Ich weiß nicht, was mit diesem Gimbal los ist. Jetzt blinkt das. Es ist full aufgeladen, ne? Es hat keinen Grund zu blinken. Hallo? Hallo, Gimbal. Ich habe auch, ich bin auch geil, ich habe auch das andere nicht mit den Gorilla-Pod-Dingsen. Jo. Geil. Okay, langsam wird noch warm vom Latschen. So. Ich kann Chat immer schlecht lesen, ey. Pommes, ne? Auf jeden Fall in den Penny. Welchen Penny? Hier gibt es keinen Penny. Ach so. Ah, auf der Reeperbahn. Ja, wie gesagt, mit Leute filmen ist schon schwierig. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Da sind wirklich sehr interessante Leute hin und wieder drin. Aber die kannst du nicht filmen. Nee. Und ich mache mich da garantiert nicht, nein. Strafbar, weiß ich nicht, strafbar nicht, aber nee, ich muss den Stress nicht provozieren. Und es gibt eine Doku übrigens, Andi, ne? Über den Penny auf der Reeperbahn. Hast du es nicht gesehen? Ich glaube hier Stern TV oder keine Ahnung was. Stern? Spiegel? Eins von beiden. Stern oder Spiegel. Beide vielleicht auch. Ja. Angepöbelt will ich jetzt nicht sagen, aber die Blicke, die man erntet, manchmal sind wirklich sehr cringy-mingy. Nee. Angepöbelt nicht direkt. Aber von wegen, sie filmen mich doch nicht, oder? Dann sag ich mal nein. Nee, ich achte da schon sehr drauf. Wie gesagt, reicht schon, dass sie dich böse angucken, die Leute, weil du sie ja nicht filmst, aber sie denken, dass du sie filmst. Weil sie ja very important people sind, ne? Wie ihr wisst. Irgendwelche NPCs. Nicht lang schnacken, genau. Kopf in den Nacken. Von den Mücken oder was? Ja, das ist. Also, obwohl hier. Nee, die Elbe ist nicht dicht genug dran. Ich überlege gerade wegen Mücken, aber nö. Ach, ich habe da nicht so die Probleme. Ich habe vielleicht ein, zwei Mückenstiche mal so hin und wieder, selten, aber Gott sei Dank. Was willst du live sehen, Andi? Du weißt schon, dass der Penny nicht mal ansatzweise in der Nähe von hier ist, wo ich bin. Du bist wie so ein kleines Kind, du. Ich will jetzt. Sofort. Du hast mir meine Frage immer noch nicht beantwortet. Wie weit du nach Frankreich fährst und wohin? Fangen wir erstmal damit an. Ja. So, ich muss erstmal ein Minütchen chillen, ja? Wir sind ja irgendwie rennt auf die Zeit, ey. Wir sind schon wieder 40 Minuten unterwegs und ich bin nur gelatscht, ja? Ich hab Wochenende. Stresst mich nicht. Hast du den Penny? Ja, Anni. Nee. Nächstes Mal vielleicht. Wir können ja nochmal über die Reeperbahn latschen, wenn ihr das unbedingt wollt. So spannend ist das tagsüber auch nicht. Ganz ehrlich, also es ist eher langweilig. Aber abends gehe ich da nicht lang. Vor allen Dingen, ich habe keinen Bock, dass irgendein Besoffener dann und mein Handy und. Nee. Auf gar keinen Fall. Naja, glaubt mir das noch jemand. Ja, von hier aus gesehen sind das immer noch vier S-Bahn-Stationen, ja? Vier oder fünf. Ja, 1,5. Ich latsch doch aber nicht so weit. Was denkst du denn? Hallo, ich bin alt. Immer noch. Ach so, du meinst jetzt 1,5 Stunden? Zum Super-Ü?
Ja, das ist ja ein Supermarkt. Das ist ja keine Stadt oder sowas. Ich weiß ja nicht, wohin du fährst. Der Super-Ü, dass es den überhaupt noch gibt. Super-Ü. Ist ja eher so eine kleinere. Könnt ihr das nicht mal ein bisschen enjoyen? Guckt euch das doch mal an, wie schön das hier ist. Ich meine, das habe ich bei mir um die Ecke auch, aber also ohne Straße da vorne. Es ist doch mega. Mega schön. Die Vögel, die zwitschern. Wir gehen gleich noch tiefer rein, dann hört man vielleicht nicht mehr so die Autos. Vogelgezwitscher. Herrlich, herrlich. Ich liebe den Wald. Wald ist gut. Ja. Genau. Sieht auch aus wie der letzte Penner. Aber gut. Ja, genau. Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Sie begehen eine Straftat. Ne, die Deutschen sind ja so Allmanns manchmal. Ah, moin, Nils. Alles klar. Ah, mich nervt das heute alles. So habe ich mir erst nicht vorgestellt. Ich habe vorhin extra einen Stream-Test gemacht und ich weiß auch nicht, was da jedes Mal verkehrt läuft. Aber ich bin wenigstens froh. Ja, und mit dem Gimbal auch. Jetzt ist schon das zweite Mal. Das Ding ist, ich kann es jetzt auch nicht auslassen, ne? Das geht nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 Kilometer geht aber noch hier. Oh, das ist super, Nils. Und? Ich dachte, du wärst jetzt schon da gewesen. Dann ist heute mal nicht das Handy, was den Geist aufgibt, sondern das Gimbal. Ich glaube, ich muss das mal resetten oder keine Ahnung, ey. Normal ist das nicht, dass es immer wieder anfängt, gelb zu blinken und wieder ausgeht. Montag. Oh. Ja, da müsst ihr eigentlich noch fleißig lernen, ne? Wochenende. So, ich bewege jetzt mal wieder meinen Hintern, weil wir haben noch ein bisschen, was ich latschen wollte, ne? Jump and run. Mit Doggy. Das Doggy kommt. Ich filme mich selbst. Ja. Und rede mit Leuten. Ja, super. Ja. Sie hat sich gerade gefragt, was ich mache. Denkt, was mache ich da? Siehst du, guck mal, das ist immer das mit den Leuten. Die haben keine Ahnung und denken dann irgendwas ganz Komisches. Was macht die denn da wie so ein Alien? Ich bin gerade nur aufgestanden und rede mit mir selbst. Ja, ach, macht ja nichts. Ich habe einen kleinen Dachschaden, macht ja nichts. Aber es ist trotzdem wenig Sitzbänke hier. Montag ist das mit Gimbal aber echt wesentlich geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Montag war ein Geruckel und Gerackel. Und die Hunde müssen auch joggen. Ah, sieht man nicht. Ah. Da. Ich kann nur mit dem Hund schlecht lesen. Ja, sicher, Nils. Naja, musst du wissen, wenn du ein gutes Gefühl hast, dass du gut vorbereitet bist, dann würde ich da auch reingehen. Dann manchmal macht man sich nur vorher dann noch mehr verrückt, als es not tut. Da hast du schon recht, ja. Ich brauche einen langen Arm. In den Dahliengarten müssen wir, glaube ich, rechts. Wir haben hier gleich ein Schild. Aber es ist ganz schön weit. Ich habe das doch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Dahliengarten, ja, da ist er doch. Hauptfriedhof. Ah ja, der Friedhof ist hinter mir. 300 Meter, naja, da können wir eigentlich hingehen, ne? Ja. Ich habe hier zig Jahre gewohnt. Guck mal, man könnte denken, so. Hast du heute schon gelernt?
Nee. Aber dann muss ich doch da über die Straße. Ich glaube, weil ich mir nicht so ganz sicher bin. Und ich weiß außerdem, dass ich noch genug zu latschen habe. Also gehen wir lieber tiefer in den Wald hinein. Zuzumachen. Je nachdem, wann wir mal irgendwann wieder zurück sind hier. Ja, aber ein, zwei Sachen. Ich glaube, ich bin ein bisschen am Also auf diesem Handy, auf dieser App sehe ich das auch gar nicht, wie das Internet ist, ne? Ist auch geil. Oh, auch schon die Luft ein. Ah, Andi. Hallo, nicht fremdgehen, ne, Andi? Läuft doch gerade. Oder nicht, mit deiner Freundin. Muss ich mir Sorgen machen. Oh, gut. Das ist so, ich muss latschen nach oben. Ist das unangenehm. Von der anderen Seite, also den Tunnel muss ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen nachher zuerst. Nee, ihr wollt ja keinen Drehwurm kriegen und ich auch nicht.